Hallihallo meine Freunde, heute zu einem neuen Video zu Call of Duty Advanced Warfare. Ich weiß, ein Call of Duty, das schon seit vor 3 Jahren rausgekommen ist, aber naja, ein kleines Gameplay zu diesem Call of Duty. Also ganz kurz zur Erklärung zum Game: Es ist ein Team Deathmatch mit der MP11 und dann so halt klassisches Zeug. Da seht ihr die Waffe ganz Team kurz für die Leute, die es Deathmatch. interessiert. Ihr könnt ja Pause drücken. So. Warum habe ich keinen Aufsatz auf der Waffe und überhaupt nichts dabei? Die ganz klassische Killstreak und so weiter, das ist ganz einfach darum, weil ich das Spiel gerade von vorn angefangen habe. Da, und ich bin jetzt Okay, Level 1. schnell Das und sauber bedeutet, agieren, am es geht Anfang habe los. ich etwas verschiedene Sachen ausprobiert, aber dann bin ich ganz schnell ins Game wieder reingekommen und habe ganz okay gespielt für das erste Game. Ihr werdet sehen, ich springe sehr, sehr viel rum und so weiter. Aber man muss sagen, man merkt es mir auch etwas an. Es ist schon etwas länger her, dass ich Call of Duty gespielt habe. Trotzdem, für die 2 Jahre, für Wir die ich haben nicht den mehr gespielt Vorteil habe, errungen. ist es einigermaßen gut gelaufen. Darum habe ich euch auch dieses Gameplay gezeigt. Und auch, denn es ist da es eine kleine Entdeckung von diesem Spiel ist für mich. Und ja, dieses Commentary ist einfach ein ganz normales Commentary, so etwas Oldschool. Das bedeutet, ich habe ein Spiel hinten von mir, das ich aufgenommen habe, und ich rede einfach etwas. Und zwar möchte ich einfach darüber reden, dass ich jetzt mehr Call of Duty wieder bringen werde auf meinem Kanal. Bis jetzt ist noch fast überhaupt kein Call of Duty auf meinem Kanal. Aber es wird wieder mehr kommen, da es mir einfach wieder Spaß macht, Call of Duty zu spielen. Und ich einfach Bock habe, etwas drauf loszulabern. Da seht ihr das mal. Da war ein AFK im Game. Naja. Ja, was möchte ich sagen zu dem Spiel? Ich habe jetzt, gerade bin ich Level 20 oder so, das bedeutet, ich bin noch nicht voll drin im Game. Ich kann euch noch nicht sagen, wie ich es finde, wie die Waffen sind und so weiter. Ich kann nur dazu sagen, dass es eigentlich Bock macht, das Spiel zu spielen. Ich bin eigentlich ein Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 Spieler, Black Ops 2 auch noch. Das bedeutet, ich mag eher die normalen Call of Duties, wo man auf dem Boden ist und nicht so viel rumspringen kann, da sehr viele Situationen sehr einfach, also viel, viel einfacher sind als jetzt mit diesem Call of Duty. Denn wenn man jetzt in einen Raum kommt, dann muss man nicht aufpassen, man kann nur auf den Boden zielen, also auf die Sicht der anderen Spieler, aber da braucht man nicht aufzupassen, ja, kommt jetzt jemand von oben runtergeflogen oder so. Und ich glaube, das macht das Spiel auch sehr schwierig. Und aber trotzdem sehr, sehr schnell. Das bedeutet, ein Call of Duty ist ja auch ein sehr schnelles Spiel. Damit möchte ich jetzt sagen, wenn man jetzt in ein Call of Duty Spiel reinjoint, dann kann man sofort mitspielen. Die Maps sind nicht super, super groß. Die Aktionen sind sehr schnell. Das bedeutet, man tötet auch viel schneller als in anderen Games. Ich möchte jetzt keine anderen Spiele nennen. Ich glaube, ihr wisst sowieso, welche Spiele ich meine und so weiter. Ja, also. Es wird also mehr Call of Duty von mir kommen, auch andere Call of Duties. Für den Moment werde ich mich etwas auf dieses Call of Duty konzentrieren. Ich hab da auch die Killstreak ausprobiert. Keine Ahnung, wie sie heißt. Es tut mir sehr leid, aber ich kenne mich noch, wie gesagt, nicht sehr gut aus in diesem Game. Ich habe auch jetzt die Killstreaks geändert. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe auf die Leute geschossen, aber die sind einfach nicht gestorben. Ich habe geschossen, geschossen, geschossen. Aber es ist einfach niemand gestorben. So, jetzt seht ihr, dass ich einfach etwas rumlaufe, dieses Geschütz auch aufstelle. Ich werde aber sehr, sehr schnell merken, dass es ein Geschütz ist, das nicht von alleine rumschießt, sondern man muss es steuern, und darum habe ich es auch überhaupt nicht benutzt. Und ich würde es auch überhaupt nicht in meine Klasse einfügen. Sehr unlogisch, denn warum braucht man ein Geschütz, wenn das nicht selber schießen kann? Ja, ich verstehe natürlich die Logik, aber ich mag die Geschütze, in denen die selber auch rumschießen können, als diese, wo man selbst steuern muss. Denn ich finde, erstens, Feindliche Drohne man muss eine online. ewige Zeit auf Menschen schießen, bevor sie tot sind. Und auch die Geschütze sind halt nicht so praktisch als die anderen, die einfach ganz automatisch rumschießen. So, jetzt noch ganz kurz zu einem anderen Thema. Und zwar zu den anderen Spielen, die ich jetzt auch noch spielen werde.
Das bedeutet, ich werde jetzt hauptsächlich einige Call of Duty Videos hochladen, trotzdem noch Pokémon Go Videos, aber eher informative Videos als Gaming Videos. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht durch die Stadt laufen und mich dabei filmen, wie ich Pokémon spiele. Das kann man auch auf anderen Channels ansehen und so. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ja, Call of Duty ist echt cool. Ich möchte auch nichts über Superdimensionales haben. Ich möchte so die klassischen Oldschool-Commentaries machen. Das bedeutet einfach ein Game haben, spielen und dazu dann einfach irgendetwas labern über irgendetwas, über anderes Call of Duty, über meine Meinung zu Call of Duty, über auch andere Themen, die nicht müssen Call of Duty sein. Aber das war eigentlich alles, was ich euch sagen sollte. So, für den Rest des Videos werde ich euch jetzt einfach eine Musik einspielen lassen und die letzten 3-4 Minuten genießen lassen vom Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, mein Kommentar hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.